Hallo, hallo, meine Lieben. Seitdem ich hier auf YouTube bin und seitdem ich für euch Videos mache und mich der Öffentlichkeit und dem World Wide Web präsentiere und vorstelle, gibt es eine Frage, die mich seitdem wirklich verfolgt. Viele von euch interessieren sich dafür, was für Erfahrungen ich als Teenager und in meiner Zeit während meines Coming-Outs gemacht habe, und genau diese Story werde ich euch heute erzählen. Es fängt alles damit an, dass ich schon in frühester Kindheit immer gemerkt habe, Mädchen sind super, aber das Problem war immer, dass ich mich niemals wirklich emotional mit ihnen verbunden gefühlt habe. Sie waren meine besten Freundinnen schon in Kindergartentagen. Und was Jungs betrifft, war es immer so, dass ich mit den Mädels über sie geredet habe und mich total gefreut habe, sobald es wieder darum ging, über verschiedene Jungs zu reden und wen wir toll finden und was wir toll finden. Das war niemals ein Thema. Ich wurde einfach komplett so von den Mädels akzeptiert, wie ich bin. Doch sobald ich in die Schule kam, änderte sich die Situation. Ich habe nicht mehr wirklich zu mir selbst gestanden. Es war einfach kein Thema, womit ich mich wirklich auseinandergesetzt habe. Ich habe sehr viel Sport schon als Kind gemacht. Ich habe geturnt, ich habe Tennis gespielt, ich hatte Schwimmtraining. Und die Schule war natürlich mit den verbundenen Leistungen sehr, sehr wichtig für mich, aber besonders auch für meine Familie, die mich sehr gepusht hat. Doch in der 7. Klasse gab es ein einschneidendes Erlebnis, welches mich einfach in die Situation gepusht hat, wo ich gesagt habe, jetzt oder nie. Es war eine Übernachtungsparty bei einer meiner besten Freundinnen, wo wir mit zwei Jungs und zwei Mädchen waren. Und das war für mich der Zeitpunkt, wo ich gesagt habe, ich muss die Chance nutzen. Denn wir haben ein Spiel gespielt und die Person, die einen loszieht, auf dem ein Kreuz war, musste den anderen dreien ihr größtes Geheimnis verraten. Mein bester Freund hat das Los mit dem Kreuz gezogen und er war komplett aus der Fassung. Ich weiß bis heute nicht, was das schlimme Geheimnis war, was auf seinen Schultern lastete, aber ich wollte ihn davon erlösen und habe seine Position eingenommen und habe das Kreuz gehabt. Das größte Geheimnis, was ich zu dem Zeitpunkt in meinem Leben hatte, war meine Sexualität. An diesem Abend habe ich meinen drei besten Freunden das erste Mal erzählt, dass ich in einen unserer Klassenkameraden Hals über Kopf verliebt bin und habe mich zu dem Zeitpunkt als bi geoutet. Mich als bi zu outen war einfacher für mich. Es war ein Schritt in die richtige Richtung, aber um ganz ehrlich zu sein, wirklich ehrlich war ich in dem Moment nicht. Ich habe in den darauffolgenden Jahren immer wieder probiert, mich in Mädchen zu verlieben, Mädchen mehr Beachtung zu schenken und emotionale Verbindungen zu ihnen aufzubauen. Aber hat nie wirklich einfach für mich geklappt. Nach der 10. Klasse bin ich dann in die USA gegangen und habe dort ein Auslandsjahr an der Westküste verbracht. Es war eine sehr, sehr prägende und einschneidende Zeit für mich, weil ich dort einen Jungen kennengelernt habe, der in meinem Alter war und offen als schwul gelebt hat. Das hat mich unglaublich beeindruckt, weil ich mir gedacht habe, wie bringt er zum Teufel nochmal diese Kraft auf, zu sich selbst zu stehen? Und er hatte einfach absolut keine Angst davor, für das, was er ist, abgestoßen zu werden. Und das hat mich beeindruckt, das wollte ich auch. In diesem Moment habe ich all meine Kraft zusammengenommen und mich vor all meinen Freunden und in der Schule geoutet. Ich habe mit meiner Familie telefoniert und ihnen erzählt, dass ich mich in einen Jungen verliebt habe. Und ich wollte mein Glück einfach nicht mehr zurückhalten. Ich war Hals über Kopf in ihn verliebt und ich habe gesagt, meine Familie liebt mich als das, was ich bin. Und ich bin glücklich und das möchte ich mit ihnen teilen und ihnen einfach nicht mehr vorenthalten. Doch als ich zurückkam nach Deutschland, war alles anders. Hier in Deutschland wurde ich extrem gemobbt und habe sehr viel Hass erfahren für mich und meine Person. Die Tatsache, dass ich schwul bin, war nur das i-Tüpfelchen, aber die Art und Weise, wie ich mich verhalte und wie ich bin, das hier ist keine Maske, das ist nichts, was ich für die Kamera oder sonst wen aufsetze. Das ist, wie ich bin. Und genau dafür wurde ich, seitdem ich 16 bin, Tag für Tag angefeindet. Doch ich habe mir gesagt, JJ, du musst stark sein, denn wenn nicht du, wer dann? Aufgrund der Tatsache, dass ich einen kleinen Bruder habe, war ich wirklich schon von Anfang an immer in der Position, dass mir gesagt wurde, JJ, du musst ein Vorbild sein und
verhalte dich anständig, denn alles, was du machst, wird sich dein kleiner Bruder abgucken. Und ich habe mir gesagt, möchte ich, dass man sich selbst verstellt und seine Gefühle leugnet und Angst hat, zu sich selbst zu stehen? Nein, das möchte ich nicht. Das möchte ich absolut nicht. Und deswegen möchte ich euch sagen, dass egal, was es ist, für das ihr gemobbt werdet oder falls es Leute gibt, die euch als Person nicht wertschätzen können und nicht akzeptieren, schneidet sie aus eurem Leben. Akzeptiert euch so, wie ihr seid. Im Laufe der Zeit, seitdem ich auch aus der Schule raus bin, alles ist tausendmal besser geworden und ich kann euch wirklich nur sagen, it gets better. Desto mehr Zeit vergeht und desto sicherer ihr euch selbst in eurer Person fühlt, desto schöner wird das komplette Umfeld. Ihr werdet Leute finden, die euch für das, was ihr seid, akzeptieren und lieben und zu schätzen wissen. Es ist ein unglaublich schönes Gefühl, heute zu wissen, dass das, was ich bin, kein Geheimnis mehr ist und dass die Leute mich wertschätzen. Es ist in Ordnung, so zu sein, wie man ist. Wir wären nicht auf dieser Erde, wenn es das nicht wäre. Denn ich glaube ganz fest daran, dass jeder von uns eine wirklich wichtige Rolle auf dieser Welt spielt und es geht nur darum, ihr gerecht zu werden. Die Tatsache, dass ich Make-up trage, hat nichts in erster Linie mit meiner Sexualität zu tun. Es ist für mich ein Fashion-Item und Lifestyle. Es gehört für mich dazu, ich fühle mich wohl. Ich kann mich so in Szene setzen und zurechtrücken, wie ich mich wohlfühle. Und auch wenn das für viele schwierig zu verstehen ist, das bin ich. Ich möchte euch Lieben nur auf den Weg geben. Seid ehrlich und aufrichtig zu euch selbst und lernt euch selbst zu lieben. Denn wenn ihr euch selbst nicht liebt, werdet ihr niemals wahre Liebe erfahren. Es ist wichtig, dass ihr euch selbst eingesteht, so wie ich bin, ist es richtig. Und egal was es sein mag, seid ehrlich zu euch selbst. Ein Tipp, der mir sehr, sehr geholfen hat, ist klein anzufangen. Es geht nicht darum, von heute auf morgen sein Leben umzustellen und auf einmal sich ein T-Shirt zu drucken, wo drauf steht, ich bin schwul. Baby Steps sind der Way to go. Wie ich gerade erzählt habe, habe ich mir auch meine besten Freunde rausgesucht und habe es Schritt für Schritt für Schritt den Kreis erweitert und mehr Leute in mein Geheimnis eingeweiht. Das hat mir sehr geholfen, weil ich einfach wusste, ich hatte schon ein paar Leute, die hinter mir stehen und mich für das unterstützen, was ich bin und mir im Zweifelsfall zur Seite stehen werden. Macht es genauso und ich kann euch wirklich nur sagen, ihr werdet erfolgreich werden und das Leben hat so viel mehr zu eröffnen für euch, als dass ihr euch jetzt vorstellen könnt. Seid echt zu euch selber und euer Leben wird besser. Falls ihr irgendwelche Fragen habt oder Probleme habt oder euch unsicher fühlt, ich bin da, um euch zu helfen. Ich würde mich tierisch freuen, wenn ich euch mit diesem Video weiterhelfen konnte. Oder falls ihr irgendwelche Fragen habt, kontaktiert mich. Unten sind die Links zu allen meinen anderen sozialen Netzwerken, wo ihr zu mir Kontakt aufnehmen könnt. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich euch weiterhelfen konnte. Und ich würde sagen, bis wir uns das nächste Mal sehen, habt einen schönen Tag.